von Bludenz nach Wolfurt mit einem Zwischenhalt in Frastranz. Und genau das ist heute die Reiseroute, die wir mit unserem Güterzug in Transimworld 4 zurücklegen. Und damit auch gleichzeitig hallo und herzlich willkommen zur ersten Fahrt mit der Siemens Vectron hier in TSW 4. Wir haben heute die Ehre, diesen Zug mit der Baureihe 193, dem Vectron, über die S-Bahn Vorarlberg-Route zu fahren. Haben hinten dran an der Lokomotive die gedeckten Güterwagen vom Typ Habins und werden mit diesem Zug erst einmal von Bludenz bis nach Frastranz fahren im ersten Teil und im zweiten Teil setzt sich die Reise dann fort von Frastranz bis nach Wolfurt. Und deswegen setzen wir uns direkt in die Lokomotive rein, rüsten diese auf und setzen dann den Zug allmählich in Bewegung. Hier drin angekommen, sehen wir schon, dass die Batterie eingeschaltet ist, denn ansonsten wären hier natürlich nicht die ganzen Displays eingeschaltet. Und aus diesem Grund können wir eigentlich direkt bei den Displays schon mal weitermachen. Wir verlegen uns erstmal die Ansicht der Tachometer bzw. Zugkraft hier auf die Mittelposition oder auf das mittlere Display. Hier drüben können wir gerne die andere Ansicht wählen und aktivieren dann auch mal noch den Führerstand, damit die Lokomotive überhaupt weiß, dass wir hier sind. Dazu stecken wir den Schlüssel hier rein, drehen den einmal um und wählen dann die Fahrtrichtung vor. Wir möchten nämlich nach vorne fahren und sagen das der Lokomotive quasi dadurch. Entsperren außerdem das Führerbremsventil, also die Bremse, und können die hier schon mal teilweise lösen. So, dann haben wir es nämlich etwas einfacher, wenn wir gleich losrollen dürfen und das Signal hier auf grün umspringt. Dann rot heißt natürlich anhalten, grün heißt fahren und gelb, vereinfacht gesagt, dass man eben rot zu erwarten hat und damit einen Halt. Aber was die Signale angeht, das gucken wir uns dann nochmal etwas genauer an. So, wir sind aber noch nicht ganz startklar. Wir schalten uns erstmal noch die Beleuchtung ein, beziehungsweise die Pultbeleuchtung und vorne die drei weißen Spitzenlichter, die sind bereits vorkonfiguriert. Wie es vorne an der Spitze aussieht, das können wir hier im Display sehen. Dazu haben wir nämlich hier unten diesen kleinen Indikator. Da haben wir drei weiße Spitzenlichter an der Front und zwei rote Rücklichter hinten. Allerdings bezieht sich das auf die Position an der Lokomotive und da wir bekanntlichermaßen immer nur einen Zugschluss haben, wählen wir hier drei deaktivierte Lichter aus, denn der Zugschluss, der wird anderweitig markiert, nämlich hinten am letzten Wagen und zwar da bitte durch Zugschlusstafeln. Und wenn die dranhängen, das sind so weiß-rote kleine Täfelchen, die wir jetzt hier sehen können, jeweils zwei Stück, dann haben wir quasi den Zugschluss dadurch markiert und geben allen Eisenbahnern, die hier unterwegs sind, eben zweifelsohne zu erkennen, wo der Zugschluss zu finden ist. So, der Zug ist damit eigentlich vollständig. Zur Lokomotive springen wir auch nochmal ganz kurz vor. Da müssen wir nämlich noch gucken, dass wir Strom aus der Oberleitung beziehen können. Und dazu haben wir natürlich bei der E-Lok einen Stromabnehmer. Der befindet sich oben drauf, der ist auch schon gehoben. Das macht es für uns etwas einfacher. Und wir können noch überprüfen, ob der Stromabnehmer nicht nur oben ist, sondern eben auch Spannung aus der Oberleitung bezieht. Das sehen wir hier drüben. Da haben wir nämlich etwas über 15 kV, also Kilovolt meint eben 1000 Volt. Und damit sind es 15.000 Volt, die wir hier aus der Oberleitung beziehen. Das sehen wir auch hier unten nochmal. Das ist auch entsprechend mit der österreichischen Flagge gekennzeichnet. Und dann wissen wir, dass wir hier die richtige Ländeauswahl drin haben. So, die Ausfahrt steht auch schon, nämlich grün-gelb, Ausfahrt mit 40 und dann wollen wir uns mal ans Lösen der Bremse machen. Die geht hier schon mal in Lösestellung. Wir schalten uns ganz kurz noch hier hinten die PZB und die LZB ein. Das sind die Zugsicherungssysteme, mit denen wir heute fahren. Die überprüfen quasi, dass wir hier alles ordentlich und richtig machen und sind eben für eine sichere Zugfahrt unabdingbar. So, wir setzen uns in Bewegung. Die ersten Meter mit der Siemens Vectron hier in Transimworld. Oder Transimworld 4, besser gesagt. Und die Spitzenbeleuchtung, die aktivieren wir uns auch noch zusätzlich. Genau. Und da geht's schon los. Wir rollen mit dem Güterzug hier aus Bludenz raus. Einmal in Richtung Frastranz erstmal, beziehungsweise Wolfurt. Höchstgeschwindigkeit hier im weichen Bereich ist erstmal 40 km pro Stunde. Wenn wir den dann verlassen haben, können wir problemlos auf Streckenhöchstgeschwindigkeit beschleunigen. Und zusätzlich fahren wir natürlich noch das Startprogramm der PZB aus. Solange wir hier in der Überwachung drin sind, wird natürlich nicht schneller gefahren.
So, wir winden uns durch die unzähligen weichen Verbindungen hindurch. Genau, jetzt könnten wir uns eigentlich schon befreien. Da wir allerdings in Österreich sind und hier gewisse Vorschriften haben, machen wir das natürlich nicht. Erst wenn wir ein geschwindigkeitsgebendes Signal haben und uns natürlich auch an der Bahnhofsausfahrt befinden, beziehungsweise halt den Bahnhof verlassen haben. Und zusätzlich geben wir etwas mehr E-Bremskraft rein, damit wir die 40 nicht überschreiten. Denn auch wenn die Beeinflussung hier weg ist, sind wir immer noch im Bahnhof drin. Jetzt haben wir hier die Halt für Verschubfahrtentafeln. Und wenn wir an denen komplett vorbei sind, beziehungsweise eben den Weichenbereich verlassen haben, dann können wir problemlos uns einerseits befreien, allerdings nur aus dem Startprogramm, und gleichzeitig eben auch etwas schneller fahren als 40. So, wir sind aktuell etwas über der gewünschten Geschwindigkeit. Wir haben den Weichenbereich noch nicht ganz verlassen. Gucken jetzt mal hinten. So, jetzt sind wir raus aus dem Bahnhof und könnten jetzt schneller als 40 fahren. Da aber hier vorne immer noch ein haltzeigendes Signal angekündigt wurde, wollen wir mal nicht so weit beschleunigen. Wir bleiben erstmal so ungefähr bei den 40, lassen den Zug hier rollen und gucken, was das nächste Signal dann da vorne sagt. Über die 40 können wir jetzt theoretisch schon drüber beschleunigen, weil das Startprogramm quasi von selbst geendet hat. Allerdings trotzdem noch eine aktive Beeinflussung vorliegt, weil wir ja auf ein vermeintlich haltzeigendes Signal zufahren, was hier vorne allerdings schon nicht mehr der Fall ist, denn unser Hauptsignal zeigt ein grünes Lämpchen und damit freie Fahrt. Allerdings unten drunter ein Vorsichtsbegriff, der eben hier signalisiert wird, was nichts anderes heißt, als dass wir schon wieder ein rotes Licht zu erwarten haben. So, also hier mit der wachsamen Katztaste das Signal quittieren. So, und dann führt uns die Bremskurve quasi wieder auf unter 70 runter. Da müssen wir auch bleiben und wir legen hier schon mal die E-Bremse rein. Genau, dass wir hier einbremsen. Ganz wichtig, hier gibt es noch einen Vorsignal-Nachahmer. Den quittieren wir ebenfalls. Die sind in Österreich teilweise eben auch mit 1000 Hertz Gleismagneten versehen. Immer dann, wenn da so ein gelber Kranz drumherum ist und in der Regel auch der Signal-Nachahmer nochmal eine gelbe Kennzeichnung innen drin hat. So, mal gucken, ob hier vorne ein 500 Hertz Gleismagnet kommt, denn dann werden wir da nochmal etwas restriktiver überwacht, nämlich auf 35 km pro Stunde. Das Hauptsignal steht auch noch in Haltstellung. Wir gehen hier schon mal etwas runter mit der Geschwindigkeit, einfach, dass wir auf der sicheren Seite sind. Da vorne kannst du es vielleicht schon sehen. Das Signal scheint so, etwas zwischen den goldgelben Bäumchen hindurch. Und das passt einfach auch richtig schön, wirklich gerade zur Szenerie, die so draußen vor der Tür vorherrscht. Da werden nämlich die Bäume auch allmählich goldgelb. Ja, genau. Immer dann, wenn man gerade eingebremst hat, geht das Signal in Fahrtstellung. Und auch hier wieder Halt erwarten, beziehungsweise wie man es in Österreich nennt, Vorsicht. Zugbeeinflussung. Ja, Zugbeeinflussung sagt die Lokomotive immer dann, wenn das Zugsicherungssystem quasi irgendeine Meldung benötigt, beziehungsweise eine Meldung oder eine Eingabe von uns detektiert hat. In dem Fall heißt es einfach nichts anderes, dass eben der Befehl vom Bedienen der Wachsamkeitstaste bei der Lokomotive angekommen ist und dass der Fahrzeugprozessor, der Fahrzeugcomputer das Signal eben verarbeitet hat. So, da kommt ein ÖBB 4024, ein schöner Talent 1. Die schicke Lokomotive von außen.
aber die gucken wir uns gleich etwas genauer an, wenn wir eben kein haltzeigendes Signal mehr vor der Nase haben, sondern hier auch etwas entspannter fahren können. So, Bremse nur lösen, Füllstoß wollen wir nicht haben. So, der Vorsignalnachahmer hat jetzt kein gelbes Rändchen um sich drumherum. Dadurch ist es eben auch kein Vorsignalnachahmer, der mit einem 1000 Hertz Gleismagneten versehen sein kann, weswegen wir ihn eben ja auch nicht quittieren müssen. So, das haltzeigende Signal da vorne aber bleibt gegebenenfalls in Haltstellung. Wir legen hier schon mal die E-Bremse voll ein. Und du siehst schon, wie stark der Zug runterbremst mit der E-Bremse. Da braucht man dann am Ende gar nicht mehr so viel zu machen mit der Luftdruckbremse. Das meiste, ja, nimmt einem dann quasi schon die dynamische Bremse ab. Vorteil derer ist eben, dass man sie relativ leicht steuern kann, beziehungsweise relativ zeitunverzögert, also sehr direkt. Und bei der Luftdruckbremse, die eben auf den gesamten Zugverband wirkt, die hat ein gewisses Delay drin, das ist aber ganz normal. Das kommt einfach durch die Leitungslänge, die man hier in den Zügen vorherrschend hat. Und bis sich da eben der Druck ausgebreitet hat, bis die Bremsen wirklich anlegen, bis die Steuerventile alle gearbeitet haben, da vergeht eben etwas an Zeit. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken, wie das hier weitergeht, weil aktuell stehen wir hier vor einem haltzeigenden Signal und wenn sich das nicht ändern sollte, dann müssten wir unbedingt mal von unserem Funkgerät, von unserem Zugfunkgerät, den Hörer in die Hand nehmen und bei der Fahrdienstleitung anrufen. Das machen wir jetzt auch mal. Wir klicken da mal ganz kurz drauf. So, abgelehnt, es befindet sich ein Zug auf dem Abschnitt vor Ihnen. Okay. Wir müssen uns jetzt also einfach ein bisschen gedulden, bis der andere Zug in genau dem gleichen Gleis, wo wir auch gleich reinfahren wollen, quasi den Signalblock verlassen hat. Signalblock meint immer den Bereich, jetzt hier für die Simulation einfach erklärt, zwischen zwei Hauptsignalen, worin man eben ja einen Zug problemlos fahren kann. Weil genau durch diese Hauptsignale werden die Züge eben voreinander geschützt, sodass sie nicht aufeinander auffahren und man hier quasi ja, einen sicheren Eisenbahnbetrieb gewährleisten kann. So, während wir jetzt sowieso stehen und warten müssen, können wir ja echt die Gelegenheit nutzen und uns die Lokomotive mal von außen genauer anschauen. Wir haben hier, wie gesagt, die sogenannte Siemens Vectron-Lokomotive. Also Vectron ist dabei so eine Serie, die eben Siemens als Produktfamilie quasi herausgebracht hat. Es ist eine ja, Mehrsystem-Elektrolokomotive, mit der man grenzüberschreitend fahren kann. Das heißt, dass man eben auch von Österreich nach Deutschland fahren kann, von Deutschland aus und zum Beispiel wieder weiter um Richtung Polen etc. Und genau dafür gibt es auch unterschiedliche Fahrzeugpakete. In dem Fall ist es die Variante der Railpool-Familie. Railpool ist ein Leasing-Unternehmen, was Lokomotiven quasi vermietet. Das kannst du dir so vorstellen wie beispielsweise Rent a Car oder irgendeine Autovermietung. Und genauso gibt es das eben auch für Lokomotiven. Allerdings kannst du dir da jetzt nicht einfach eine Lokomotive leasen bzw. mieten, sondern das ist dann eben Eisenbahnverkehrsunternehmen bzw. ja, Transporteuren eben vorbehalten, die mit diesen Lokomotiven eben tagtäglich ihr Geschäft vollziehen. So, mittlerweile ist das Signal auch schon in Fahrtstellung gegangen. Wir lösen schon mal die Bremsen und setzen allmählich die Lokomotive in Bewegung. Die wird schon mal langsam losrollen und wir kümmern uns dann während der Fahrt natürlich wieder im Führerstand drum. Aber wir gucken erstmal. Hier oben haben wir 4 Stromabnehmer drauf. Das passt schon mal. Sämtliche Isolatoren. Das ist auch wirklich alles sehr, sehr schön nachgebildet. Das hat man echt toll gemacht. So, ganz kurz mal hier drin geguckt. 70er Überwachung. In dem Fall aktiv auf 45 km pro Stunde. So, wir sind schon aus der Restriktion raus. Perfekt. Und ja, hier oben eben der Bügel, der jetzt gerade mal den Fahrdraht verlassen hat. Also Bügel meint den Stromabnehmer. Ja, und äußerlich schaut das doch sehr gut aus.
vom Modell her. Die Proportionen gefallen mir. Hier vorne bei der Rundung, ja, ich bin der Meinung, das schaut in echt ein klein wenig anders aus. Aber das ist so eine minimale Abweichung. Das ist eigentlich, ja. Kann man eigentlich vernachlässigen, würde ich meinen. So, und mir fällt auch gerade auf, wir haben gar nicht hier unten unseren großen Tachometer drin. Der ist tatsächlich weg. Den können wir uns aber auch irgendwo noch hinzuschalten. Da muss ich mal gucken. Aktuell ist das ja hier noch eine Beta, eine Vorabversion. Also es kann auch sein, dass hier eben die eine oder andere Sache ein bisschen abweichend von der Darstellung ist, wie sie am Ende sein wird. Also im Idealfall natürlich besser. Und vor allem müssen wir hier erstmal die 100 km pro Stunde wieder anhalten. Weil schneller dürfen wir aktuell mit unserem Zug gar nicht fahren. Das ist die Höchstgeschwindigkeit für unseren Güterzug. Und für einen Güterzug ist das schon ziemlich schnell. Viel mehr als 120 geht beim Güterzug in der Regel nicht. Aber die 120 auch nur dann, ja, wenn die Wagen leer sind und eben alles passt. So, hier Zug und Bremskraft, also elektrische Bremskraft eben auf 0 gesetzt. Denn hier vorne kommt eine Schutzstrecke. Und in der Schutzstrecke müssen wir den Hauptschalter ausschalten. Das habe ich schon gemacht. Das können wir auch hier unten sehr, sehr gut sehen. Dieses Symbol zeigt uns eben an, dass der Hauptschalter geöffnet ist. Gut, in dem Fall hätten wir den jetzt gar nicht unbedingt so früh bedienen müssen, beziehungsweise halt in der Form. So, dann schalten wir den mal wieder ein. Was ich jetzt aber noch gesehen habe, die Spannung war kurz weg, aber das sah aus bei dem... Ach nein, das ist tatsächlich unterbrochen gewesen, okay. Ich hätte jetzt für einen kurzen Moment gedacht, dass die Schutzstrecke durchgeschaltet war. Und irgendwie wirkt da gerade nicht so richtig die E-Bremskraft. Da waren gerade 100% vorgeschaltet. Ach, irgendwie hat es den Hauptschalter nicht. Ah, okay. Muss man natürlich auch wieder wie bei der echten Lokomotive etwas länger reindrücken. Und dann klappt das auch. Ja, okay. Ich dachte jetzt zu Anfang schon, es gibt irgendwelche Probleme wegen dem Regen, dass da vielleicht die Lokomotive übers Gleis gleitet. Aber das ist zum Glück nicht der Fall. So, wir rollen jetzt hier wirklich ohne Strom über die Strecke. Das ist so wirklich der Idealzustand, weil dann verbraucht die Lokomotive eben keinen Strom. Das wiederum bedeutet für den Lokomotivinhaber bzw. denjenigen, der die Lokomotive gemietet hat, dass er eben keine Stromkosten zu bezahlen hat. Und das Coole bei der Lokomotive ist eben auch, wenn wir hier drüben diese dynamische Bremse benutzen, dann bremst das Fahrzeug quasi ähnlich wie bei einem Fahrrad mit einem Dynamo. Und ja, diese dynamische Bremsleistung sorgt eben dafür, dass zusätzlich noch Strom erzeugt wird. Und diesen Strom, den schiebt die Lokomotive über den Stromanhänger wieder zurück oben in die Fahrleitung hinein, in die Oberleitung. Und dadurch läuft quasi der Stromzähler in der Lokomotive rückwärts. Und das ist schon echt ein cooles Feature. So, wir stellen die Wischgeschwindigkeit auch mal ein bisschen zurück noch. Weil so stark regnet es jetzt doch nicht. Die Schiene wird zwar leicht angefeuchtet sein und auch allmählich wird die Umgebung etwas nasser, aber wir brauchen jetzt hier keine Wischstellung bei den Scheibenwischern, die uns quasi die gesamte Frontscheibe durchputzt. Am Ende sind sonst noch die Frontscheiben durchgewischt und wir haben hier einen Cabrio. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, aber alles in allem, das Fahrfeeling von der Vectron-Lokomotive ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich habe nur eine kleine Sache auch schon festgestellt gehabt. Und zwar bezog die sich hier auf die Seitentüren. Die Türklinke geht komischerweise nach oben. Das ist eigentlich bei den echten Vectron-Lokomotiven nicht der Fall. Auch allgemein nicht bei den Neubau-Elektrolokomotiven.
Das ist dann eher so ein Fall, um quasi die Türen druckdicht zu verriegeln. Das macht man gerne während der Fahrt, weil A, dann eben ja, der Luftdruck in der Kabine relativ konstant bleibt und auf der anderen Seite eben auch nicht so leicht Regenwasser etc. in das Fahrzeuginnere vordringen kann. Dann klappt man eben den Türgriff bzw. die Türklinke nach oben und ganz normal eben, um die Tür zu öffnen, drückt man sie eben auch gewöhnlicherweise nach unten. Das ist jetzt so ein kleiner Bug, den es ja aktuell noch gibt. Ich hoffe, dass das Ganze in der endgültigen Version der Lokomotive und der endgültigen Version des Spiels gefixt wird. Das wäre sehr, sehr schön. Ist jetzt aber auch nicht überlebensnotwendig für den Simulator, finde ich. Auf der anderen Seite finde ich es wieder relativ schön, dass man eben auch hier die Seitenscheiben öffnen kann. Kann man einfach runterziehen. Genauso wie man die Lokomotiventür auch öffnen kann. Jetzt kriege ich irgendwie das Fenster nicht richtig zu. So. Ganz kurz mal schauen, wie weit das denn noch bis nach Frastrans ist. Denn ich glaube, so weit war das gar nicht. Wir können hier, ja genau, unter F1 und T mal ganz kurz die Übersicht ausklappen. Sehen auch hier vorne, 2 Kilometer sind es noch, bis zum nächsten Halt. Deswegen können wir auch ruhig schon mal E-Bremskraft reingeben. Ach übrigens, genau, den Tacho finden wir hier und die Zug- bzw. Bremskraft wird uns hier drüben angezeigt. Also für all diejenigen, die den Vectron noch nicht kennen. So, den Herrn oder die Damen wollen wir natürlich nicht umfahren. Der hat sich zum Glück schon wegteleportiert. Normalerweise ist es auch ein Fall, wo man eben dann ja, mit der Bremse sofort in die Notbremsstellung geht. Beziehungsweise auf Lokomotiven nennt man das eben dann auch nicht Notbremsung, sondern Schnellbremsung. Deswegen steht auch hier am Führerbremsventil dann SOS dran. Beziehungsweise, ja, könnte man jetzt daraus schließen, dass es die Notbremsung ist. Es ist de facto auch eine Notbremsung, aber man nennt es eben bei der Eisenbahn Schnellbremsung. So, hier in den wunderschön gold eingefärbten Laubbäumen verbirgt sich auch noch ein Vorsignal mit der Vorsignalstellung Vorsicht. Und zusätzlich sollen wir hier ja, an einem Ort anhalten. Ich weiß zwar überhaupt nicht, warum dieser Haltpunkt jetzt hier liegt. Ja, es ist halt ein bisschen unpräzise, aber wenn man den Punkt auch so komisch legt. Ja, was sollen wir jetzt hier machen? Das ist freie Strecke. Also, irgendwas stimmt da noch nicht so richtig mit dem Szenario, würde ich jetzt meinen. An Formation ankuppeln. 11 Wagen. Ach, sollen wir jetzt rückwärts rangieren? Ja, wahrscheinlich. Das Verschubsignal steht allerdings noch auf Verschubverbot. Ach nein, die Wagen, okay, die stehen hier drüben. Ja gut, dann rollen wir gleich mal rückwärts an die ran. Machen wir das doch so. In die Lokomotive wieder rein. Und normalerweise würde auch sowas wieder komplett anders stattfinden. Nämlich keinesfalls so, dass man hier einfach ja, mit dem Fahrzeug rückwärts fährt und hinten überhaupt nicht sieht, wo man eigentlich hinrollt. Dafür gibt es dann entweder eigentlich einen ja, Rangierbegleiter, beziehungsweise eben in Österreich ja, einen Verschubmeister etc. oder einen Verschieber, der einem da eben unter die Arme greift. Eine Sache, genau, die gibt es auch noch, und zwar die AFB. Wir verlegen die jetzt hier mal ganz kurz nach 200. So, Kombihebel bleibt in Ausposition. Und dann schalten wir mal die AFB ein. AFB. Nicht wundern.
AFB. AFB. Ja, gut, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ja. So, V-Soll ist quittiert. Nochmal die Bremse lösen. So. Also, dadurch, dass es jetzt die AFB aktiviert hatte, hat es die halt quasi runter auf 0 gezogen. So, wir müssen aber trotzdem hier weiter in Richtung Hauptsignal rollen. Und da rufen wir schon mal ganz kurz beim Fahrdienstleiter an. Stellen wir kontaktieren. Ja, da kommt erstmal keine Rückmeldung. Also ist nicht so optimal. Genau, da muss nämlich noch der Regionalzug durch. Und erst wenn der durch ist, dürfen wir wahrscheinlich dann auch in den Bahnhof hinein. Das ist natürlich auch etwas täuschend, ne? Wenn man jetzt hier losrollt, einfach rückwärts, ohne A nach hinten zu schauen und auch einfach ja, quasi blind diese Anweisung verfolgt, dann kann es doch durchaus vorkommen, dass man hier an diesem Hauptsignal vorbeirollt und das Szenario dann eben aufgrund einer Überfahrt an einem haltzeigenden Signal zwangsweise beendet wird. Man kann sich da aber auch einfach behelfen und eben ja, sich mit der Kamerataste 3 hinten an den letzten Wagen teleportieren, so wie ich das gerade gemacht habe, und quasi damit den Verschieber simulieren, der dann hinten ja, auf diesem Trittbrett eben draufsteht, sich hier ordentlich festhält und mit einem Walkie-Talkie, mit einem Funkgerät dann den Kontakt zum Rangier, zum Triebfahrzeugführer vorne an der Stelle hält. Ja, eine Sache, die auch sehr cool ist, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe, als ich die Habinz-Wagen hier zum ersten Mal in der Simulation dann in ja, TSW 4 genutzt habe, war der Fall, dass tatsächlich der Lösezug funktioniert. Das hat mich echt begeistert, fand ich richtig, richtig cool, dass man diese Funktion mit eingebaut hat. Wie es mit dem Bremsartwechsel, Bremsstörungswechsel ausschaut, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man die Bremsen aktuell deaktivieren kann, beziehungsweise ob man eben ja, das Umschaltgewicht bedienen kann, also die entsprechende Lastabbremsung. So, wir stehen mit der Lokomotive hier gemütlich auf der Brücke drauf. Da kommt der nächste 4024 schon angerollt. Ich meine, der Zug steht jetzt. Wir können mal ganz kurz mit der Taste 9 in die Übersichtsansicht hineinschauen. Dann sehen wir erstmal unseren Zug hier markiert mit dem weiß-schwarzen Pünktchen. Und wir wollen ja als Fahrtverlauf den Streckenabschnitt hier wählen. Dazu einmal hier unten in das Gleis fahren, was auch besetzt ist. Der Regionalzug fährt jetzt hier auch aus dem Bahnhof aus. Und wenn der hier vorne an dem Signal vorbei ist, dann sollte uns eigentlich der Fahrweg freigegeben werden, es sei denn, der Regionalzug hier drüben bekommt vor uns die Einfahrt in den Bahnhof. Dann könnte es sein, dass der irgendwo vielleicht wieder unsere Fahrstraße quert. Ja, den lassen wir erstmal rein. Aber der hat auch nicht einsteigend dran stehen, also eigentlich müsste er leer sein, auch wenn da Fahrgäste drin sitzen. Aber vielleicht meint es ja auch einfach nur, dass die Linie jetzt hier im Bahnhof endet, und da dann eben keine weiteren Fahrgäste aufgenommen werden sollen. So, die Bremsen sind hier eigentlich schon ausgelöst. Nein, nicht ganz. Ah, okay. Scheinbar wirkt auch hier die AFB-Haltebremse. Ja, sehr cool. Die wirkt so, dass sie ungefähr 0,6 bar aus der Hauptluftleitung rausgelassen hat in dem Fall. Das ist jetzt die Frage. Dürfen wir gleich nach dem Regionalzug in den Bahnhof rein?
gerechtfertigt wäre es eigentlich. Hier mal noch die Zugkraft unbedingt auf 0 nehmen. So, die 40 hier eingestellt. Ja, und diesen Knopf hier oben von dem V-Soul gebe, den kann man dann nochmal runterdrücken. Und zusätzlich wollen wir drüben. Na. So, die Scheibenwischer deaktivieren, damit die sich hier nicht durchschrubben. So, wie schaut denn das jetzt hier aus? Das Signal ist immer noch auf Rot. Das Verschubsignal hat auch noch keine Zustimmung erteilt. Dann gehen wir jetzt gleich nochmal wirklich in die Übersichtsansicht hinein mit der Taste 9. Und sehen, der Zug steht immer noch am Bahnhof. Aber eigentlich hindert der uns ja auch nicht. Also wir könnten ja da eigentlich einfahren. Wir können mal noch was anderes probieren. Wir legen mal ganz kurz die Bremse an. ASB. 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 Ja gut, jetzt füllt die auf, das wollte ich eigentlich nicht. Ja gut, das bleibt so. Genau, und wir wechseln mal ganz kurz den Führerstand. Wir machen das jetzt einfach mal, um auszuprobieren, ob wir vielleicht dann in der anderen Fahrtrichtung... Ach, okay, es geht. Wir brauchen ganz schön Führerstand wechseln. Dann Schlüssel wieder rein, umdrehen, Rückwärtsfahrt einstellen, Bremse in Lösestellung, Leichtzugkraft vorwählen. So, jetzt hörst du schon, ne? Die Lokomotive, die arbeitet jetzt. Na, jetzt kommt sie erst so richtig. Okay. Er darf doch ein bisschen daran liegen. Wieso waren das? Ich habe die Bremse nicht aufgesperrt gehabt. So. Ganz kurz mal trotzdem die Befehlstaste gedrückt gehalten, auch wenn der Wagen eigentlich gar keinen PZB-Gleismagneten bzw. ja, keinen Gleismagneten detektieren kann und keinen Fahrzeugmagneten hat. Wir sollten eigentlich... Ah, wobei, beim Rückwärtsfahren ist die PZB sowieso deaktiviert. Das ist ganz gut gemacht. So, auch hier, wir haben noch ein Verschubsignal. Das steht aktuell noch auf, ja, auf keinem freien Verschub, also auf Verschubverbot. Wobei, es leuchtet aber grün in... Okay, es leuchtet grün in dem Head-Up-Display. Ja gut, dann müssen wir es jetzt einfach so machen. Ich drücke hier zwar nochmal gerne auch aufs Fahrdienstleiter kontaktieren. Aber normalerweise können wir als Verschubfahrt nicht an einem Verschubsignal vorbeifahren, wenn das auf Verschubverbot steht. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, aber es klappt. Okay, sehr gut. Dann ist hier einfach wahrscheinlich ein kleiner Fehler bei der Signalisierung noch mit drin. Irgendwie sind auch hier die Sounds sehr schwach gerade. Also ich höre kein richtiges Rollgeräusch. Das klingt bei der Lokomotive hier schon wesentlich anders. Jetzt kommt zumindest so ein leichtes Flüstern dazu.
Aber okay. Die Wagen sollten ja auf jeden Fall noch lauter werden, wenn wir dann gleich reinbremsen. Das ist schon echt eine feine Lokomotive. So, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir wollen natürlich den Zug da hinten nicht zerdrücken. So, das sind jetzt noch ungefähr, ja, so 10 Wagenlängen, sag ich mal. Deswegen hier schon mal die Bremse mit reinnehmen. Luftdruckbremse auslösen. Wir stellen uns wieder hinten als Rangierer auf die Bühne drauf und navigieren jetzt unseren Triebfahrzeugführer. So, in dem Fall noch 5 Längen. Noch 4 Längen. Ich verzögere noch etwas. Noch 3 Längen und 2 und eine, so eine halbe, so muss man das Ganze schön fein aussteuern. So ein Viertel, 5 Meter. 4, 3, 2, 1, tschuck. Ja, das war jetzt zum Beispiel nicht ganz optimal. So, langsam aufdrücken. Ganz vorsichtig, damit wir hier quasi diese Lücke zwischen den Puffern noch schließen. Ja, das hat noch nicht so richtig geklappt. So, aber in der Simulation können wir es uns zum Vorteil machen, dass wir hier trotzdem einfach draufdrücken können. Und damit hätten wir das aktuelle Szenario für heute erstmal geschafft. Das ist der Teil jetzt gewesen von Blue Dance bis nach Frastrans. Und von Frastrans aus weiter geht es dann natürlich noch bis nach Wolfurt. Das ist dann der zweite Teil und der letzte Teil dieser Reise. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dir hat die erste Fahrt hier mit dem Siemens Vectron in Transom World 4 genauso gut gefallen wie mir. Wenn das der Fall ist, schreib es mir gerne unten in die Kommentare hinein. Und wir sehen uns allerspätestens in 3 Tagen um 14 Uhr wieder hier auf dem Kanal. Gerne liken, teilen, abonnieren und in dem Sinne allseits gute Fahrt.